Jo Leute, was geht ab? Einige von euch haben es schon mitbekommen auf Instagram oder stimmt, wir haben es auch im YouTube-Kanal besprochen. Ich habe ein neues Projekt gestartet und zwar steht dieses Projekt hinter mir. Ich musste meinen alten Wagen abgeben und habe die Gelegenheit genutzt und mir einen schönen Van geholt. Und den möchte ich jetzt zu einem Bike-Van umfunktionieren, aber so, dass er auch noch im Alltag funktioniert. Das heißt, ich möchte weiterhin Leute mitnehmen können, ich möchte aber auch ein Fahrrad einpacken können, ich möchte auch drin pennen können. Also so, dass man auch mal eine Woche damit unterwegs sein kann oder einfach nur einen Tagestrip. Ich habe auf jeden Fall einiges geplant und ihr seid natürlich dabei. Das wird eine kleine Videoreihe auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich zeige euch jetzt erstmal das Auto und dann fahren wir im Baumarkt, holen ein bisschen Material und dann geht's los. Viel Spaß! Basis ist ein Ford Tourneo Custom H1 L2 von 2017. Der Wagen hat auf beiden Seiten Schiebetüren, eine Heckklappe und insgesamt 9 Sitze. 6 davon lassen sich umklappen oder eben ganz rausnehmen. Ein Kastenwagen kam für mich nicht in Frage, weil ich das Auto auch im Alltag und für meinen Job nutze. Das heißt, ich fahre damit auch lange Strecken und muss auch Leute mitnehmen. Deswegen wird es hier auch kein klassischer Campervan-Ausbau, sondern ich brauche ein alltagstaugliches Fahrzeug, was eben auch für entspannte Biketrips geeignet ist. Bevor wir anfangen, zeige ich euch einmal ganz kurz, was ich eigentlich vorhabe, damit ihr auch wisst, was ich da baue. Wenn das das Auto von oben ist, hier vorne ist die Schnauze, da ist das Lenkrad, da sitze ich, dann sind hier noch 2 Sitze und dann hat das Auto hier 2 Sitzbänke. Die hintere Sitzbank nehme ich komplett raus, die vordere bleibt drin, sodass hier noch weitere 3 Leute immer Platz haben. Hier hinten kommt eine Bike-Garage rein, da soll dann das Fahrrad verstaut werden und hier soll es eine Möglichkeit geben zu schlafen. Das soll man aber auch rausnehmen können. Und wenn ich dann mit einem längeren Trip mache, dann nehme ich diese Bank hier auch noch raus und dann ist hier noch Platz für einen kleinen Tisch und hier Raum zum Umziehen und sowas alles. Das ganze Equipment kommt hier unter das Bett geschoben und da unter den Tisch, da kommen die ganzen Kisten mit Mountainbike-Equipment und sowas alles. Das ist der Plan und jetzt geht's los. Hier soll das Fahrrad rein, dann soll hier so eine kleine Bike-Garage drumherum und hier eine Schublade, um das Fahrrad dann rauszuziehen. Das wird die Bodenplatte und die muss jetzt hier mit dem Boden befestigt werden und dazu werde ich diese Schrauben hier verwenden. Wo ist der Zollstock? Über ein Kabel geflogen. Wow, kennt ihr das? Ah, da ist er. Kennt ihr das? Immer wenn man was baut, ist man ständig nur am Suchen. So, jetzt wird gemessen, Leute. Bodenplatte ist soweit zugesägt. Jetzt müssen da die Schrauben rein. Die Bodenplatte war schon mal verschraubt und jetzt ging es an die Seitenwände der Garage. Hier habe ich zuerst mal die Schwerlastauszüge verbaut, die dann später die Schublade halten sollten, auf der das Bike verladen wird. Ich habe so schraubentechnisch hab ich so ein kleines Problem heute. Das Problem ist, dass alle Schrauben, die ich habe, sind zu lang. 1, 2, 8, die ist ein bisschen anders, aber auch gut. Das sind jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viele gute Schrauben. Ja, passt. Tada! Erste Wand fertig. Als nächstes habe ich die zweite Seitenwand genauso wie die erste gebaut und dann die beiden Wände mit dem Dach verleimt und verschraubt. So Leute, so sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt kommt als nächstes noch die Rückwand rein. 51,5. Wir haben es noch nicht abgesägt. Scheiße. Es ist eine reine Maßarbeit, Leute. Ah, es ist ein Träumchen. Jetzt muss ich nur noch die Schublade bauen. Dann muss ich noch ein bisschen, noch ein paar Winkel hier festmachen. Dann muss noch die Rückwand festgemacht werden. Dann wird hier oben noch ein Gitter eingesetzt. Eine kleine Belüftung. Jedes Fahrrad braucht ein bisschen Luft. Ich hole jetzt eben eine Stichsäge und einen Bohrmaschine. Die Bike-Garage ist eigentlich fertig. Jetzt wird alles abgeschliffen, dann wird es gestrichen und dann muss es trocken über Nacht und morgen wird es eingebaut. Als ich den vermeintlich fertigen Korpus dann einsetzen wollte, stellte sich heraus, dass doch hier und da nochmal kleine Anpassungen nötig waren. Weil ich will ja auch mit geschlossenem Kofferraum reisen. Yeah.
Im Anschluss habe ich den Korpus mit der Bodenplatte verschraubt und mich dann an den Bau der Schublade gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann noch ein bisschen die Ecken abgerundet und unter der Lade eine Griffleiste montiert, damit man das Ganze auch dann bequem rausziehen kann, wenn es ein bisschen schwerer beladen ist. Die Lade lässt sich jetzt 1,5 Meter ausziehen und ist bis zu ungefähr 250 Kilo belastbar. Das sollte also für einen Torque auf jeden Fall reichen. Jo Leute, das war's mit der ersten Ausgabe aus meiner Bikevan-Videoreihe. Das nächste Mal kümmern wir uns um Mounts, um Werkzeug, um die ganzen coolen kleinen Details. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder alles fertig machen, denn morgen geht's wieder auf den Trail Mountainbike fahren. Euch wünsche ich eine gute Zeit, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir sehen uns wieder, bis dann, macht's gut, ciao.